Was machen wir nur mit unserem Patienten? Seine Nerven sind zurzeit äußerst schwach. Die Albträume sitzen ihm in letzter Zeit sehr zu. Ein größerer Schock könnte tödlich für ihn sein. Ey, ich komm schwer bewaffnet, teste, ob 10 Rapper in 3 Särge passen und beschere Schmerzen mit einem gut gefüllten Werkzeugkasten. Und siehst du wen, dann heißt es weitergehen und sterben lassen. Denn ich bin beschäftigt und muss Plätze auf der Erde schaffen. Das ist ein guter Weg, guck wie ich die Crew zerlege. Kleiner, kurz zusammengeklebt, gefesselt, vorne Uber trete. Und willst du Beef, solltest du lieber jemand anderen fragen. Denn ich presse dein Scheißkopf in den Automat der Fanta-Name. Ich laufe Armung mit einem Brandsatz und paar Handgranaten und entgegne friedlichem Protest mit einem Panzerwagen. Fick, was die anderen sagen, ich bin dope, denn ich leg deiner Slut so verschmutzte Infusionen. Und hinterher zählt die Schlampe zu den Toten. Ich bin krank, doch sag an dieser Stelle danke an die Drogen und zerficke Rap. Alter, ich bin anders als der Rest. Und jeder, der mich testet, wird im Massengrab versteckt, ey. Ich hab jetzt Instinkte eines Killers in meinem Hinterkopf. Und bin der Grund, dass deine Sister Angst erfüllt im Zimmer hockt. Inzwischen ist sie krank und traut sich nicht mal mehr raus. Denn oft hab Druck in dem Haus, all die Lichtschalter aus. Das ist Sickness, Alter, ich stand Massenhysterie. Gib mir Schlaf zu Tilly. Und ich stand Massaker auf Beats. Und du Bastard solltest fliehen. Denn auf haufenweise Mescalin, schlecht gestreckte Pep und Reeds zerfällt sich jeden Drecks-MC. Und willst du Krieg? Sag Bescheid und es gibt Stress, du Made. Wenn ich dir mit blankem Masso 6-mal in die Fresse schlage, ich komme wieder in der Kleidung eines Rettungsarztes. Und du blickst entsetzt und fragst auf Fesseln aus Elektrokabel. Guck mal an, ich operiere dich Heckequarzen. Und du fragst dich, seit wann erste respektable Messer tragen. Spar dir deinen letzten Atem, bis ich dir nen Schnitt verpasse und so weiter mach, bis deine Reste in den Mixer passen. Nun, wie geht's dem Patienten? Er klagt über Albträume. Ich soll sie wieder nach einem Schlafmittel fragen. Geben Sie ihm bitteren Traubenzucker, wie üblich. Ein Haufen Schrott verdeckt die aufgeplatzte Weste des Helds. Doch gib mir Geld, um was zu kiffen und ich rette die Welt. Mann, ich bin hart, aber dich, von dann erwarte ich nichts. Und schütze Klagen vor meinem Glück, das dort vernarrte Gesicht. Ey, macht doch alle, was ihr wollt, ich will mich niemals erholen. Und für gedanklich sogar zweistimmig Politdiskussionen. Ey, die Dummen wollen die Reichen in den Kaviar ertränken. Und die Pornoparodie basiert auf Nazi-Dokumenten. Ist schon lustig, wie gefickt wird. Und statt Kugeln am Tabor gibt's einen Text von einem potenziellen guten Diktator. Ey, alter Bauer, suchen Frauen, ficken Pferde unter Menschen. Ich bin dumm, doch mir geht's gut, solange RTL noch sendet. Ich scheiß auf Mucke aus der Unterschicht, wunderlich, da wir scheinbar ziemlich weit herunter sind. Bitches ist das Wunderkind, sag Krüppel und dem Lobelpack. Und Alice raucht jetzt Schore und fickt munter durch das Wunderland. Rap ist eine Welt, in der sich Hänsel mit Proleten haut. Wo Frankensteiner Neger ist und Gretchen was mit Äther braut. Scheiß auf jedem und stich jedem in die Kehle. Schütz dein Leben, denn die anderen Wesen wollen es dir nehmen. Und jetzt hagelt es Schläge aus Verachtung und Wut. Zeig aus den Flammen empor und spucke Asche und Glut auf eure Masse und verpasse meistens Schlitze und Narben. Gerisste zittrige Arme von Pissern, Wichten und Maden. Ihr müsstet dringend irgendwas für die Ozonschichten tun. Doch ich erhöhe meistens eher meinen Drogenkonsum. Ich bin kein Teil von eurer Welt, weil die meisten hier Idioten sind und meistens etwas Doofes tun, um irgendwem den Tod zu bringen. Und wo wir gerade mal von Fett sprechen, Bitch, ich bin back in the Biss, so zerpränge dich richtig. Deutscher Rap ist hässlich und stinkt, doch schmeckt einwandfrei gebraten wie geschnetzeltes Rindmutterficker.